Es war einfach pures Fremdschämen. Ich bin sehr begeistert. Gerade weil einige Szenen im Video waren, die etwas, was das Thema Urheberrecht so ein bisschen... Moinsen und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen neuen Video. Oh mein Gott, in diesem Video darf endlich wieder geschnitten werden. Alter Schwede, was war das gestern für ein Video? Ich bin sehr begeistert. Es war einfach pures Fremdschämen. Aber was soll's, es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Wer weiß, vielleicht wird sowas jetzt trotzdem öfter kommen, denn die Abstimmung auf Instagram war tatsächlich eher positiv, was mich wirklich überrascht hat. Deswegen macht euch auf weitere, vielleicht bald kommende Uncut-Vlogs bereit. Seid gespannt. Mega großes Dankeschön auf jeden Fall an euer Feedback, was quasi unter meinem Video förmlich explodiert ist für meine Verhältnisse. Krasses Dankeschön auf jeden Fall an euch für eure ganzen Kommentare, was auch immer. Gerade weil einige Szenen im Video waren, die etwas, was das Thema Urheberrecht so ein bisschen... Ich will nicht weiter viel dazu sagen. Nochmal eine kleine allgemeine Info zum gestrigen Uncut-Vlog, auch bezüglich des Videos von Moritz und natürlich auch nochmal auf mein Video bezogen. Einige von euch waren, glaube ich, etwas verwirrt, was das Thema Uncut-Vlog betrifft. Nö. Und zwar bedeutet Uncut-Vlog ja nicht, dass die Kamera durchgehend laufen muss, dass man die Kamera nicht stoppen darf. Das heißt, dadurch, dass man natürlich die Kamera ein- und ausschaltet, entstehen natürlich einzelne Videoclips, die aber, und dahinter muss jetzt ein großes Ausrufezeichen gesetzt werden, die aber nicht weiter bearbeitet wurden. Das heißt, es wurde aus diesen aufgenommenen Szenen, die wir aufgenommen haben über den ganzen Tag, es wurde bei diesen Szenen nichts rausgeschnitten. Die ganzen Clips, die ihr in unseren Videos gesehen habt, sind original so aufgenommen und wurden nicht weiter bearbeitet. Weil dann hätte die Challenge heißen müssen, die Kamera darf nicht ausgeschaltet werden. Das heißt, sie müsste dann einfach durchgehen, laufen. Dann hätte man sozusagen eine Ewigkeit lange Videosequenz, aber das hat nichts mit dem Uncut-Vlog zu tun, sondern es ging einfach darum, dass die Szenen an sich nicht weiter bearbeitet werden, keine Effekte hinzugefügt werden, keine Musik hinzugefügt wird, denn somit haben wir ja die Soundeffekte mit der Box einfach hinzugefügt. Mega krass übrigens. Das war auf jeden Fall mega geil. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Google Play Gutschein im Wert von 15 Euro und zwar hat sich Alina01 zurückgemeldet und zwar auf meiner WhatsApp-Nummer. Hier ist meine Nummer eingeblendet, das heißt, hier könnt ihr alle schreiben, was ihr wollt. Kritik, Anregungen, Dankeschön, Grüße, was auch immer. Endlich hat sich die Gewinnerin sozusagen gemeldet und das heißt, ich werde jetzt sozusagen hier den Gutscheincode aufrubbeln und ihr einfach mal das Ganze per WhatsApp zukommen lassen. Das heißt, es wird das Ganze einfach mal aufgerubbelt. Und nun werde ich davon einfach ein Foto machen und ihr das dann zuschicken. Okay, da ist auf jeden Fall der Gutschein am Start und sie freut sich auch schon mega, hat sie das schon geschrieben, deswegen habe ich ihr das ganz einfach jetzt mal zugeschickt. Aufgrund des gestrigen Schneefalls bin ich natürlich auch etwas spät zu Hause gewesen, weil mein Zug irgendwie knapp 2 Stunden Verspätung hatte und ich muss euch einfach mal was zeigen, Hier in Hamburg hat es auch verrückt geschneit. Guckt euch das mal an, was ist denn da los? Es ist einfach geschneit wie verrückt und es soll einfach wieder schneien, aber es schneit es nie, denn schon so komisch. Ich wollte einfach mal eine kleine Probe machen, den Schnee einmal kurz berühren. Vielleicht bleibt der Schnee noch ein paar Tage, das heißt, dann kann man vielleicht in der nächsten Zeit mal irgendwie so einen kleinen Schneemann bauen, einfach mal spontan. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich wollte einfach mal ein paar Sachen ansprechen und es hat mega Spaß gemacht, der gestrige Tag. Wie gesagt, die Instagram-Abstimmung ist tatsächlich positiv ausgefallen, deswegen macht euch darauf gefasst, dass vielleicht in der nächsten Zeit irgendwann mal wieder spontan ein Uncut-Vlog kommen wird. Ich weiß natürlich nicht genau wann, aber ich denke mal, er wird kommen. Dankeschön auf jeden Fall für euer Feedback und damit auch Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut, bis die nächsten Tage. Schaut auf jeden Fall bei Twitter, Instagram und Snapchat vorbei und natürlich auch, vergesst nicht die WhatsApp-Nummer. Dort einfach anschreiben und dann schreibe ich euch auch zurück. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!